Was kann ich tun? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Städte gehen mir auf die Nerven. Auf geht's! Wir sollten unseren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Ja? Du machst das noch. So, noch eine Verteidigungskoordination. Und ein Schutz vor dem Bösen. Ist was los? Noch eine Hast. Jetzt können wir da rein. Oh, habe ich vergessen, habe ich dran gedacht, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen? Ja, habe ich. Okay. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Ich kratz ihnen die Augen aus. So, noch. Welche Kühnheit, Talisa? Ihr überrascht mich immer wieder. Aber weiter geht's nicht. Irene und Kostov werden seines Rituals nicht gestört werden. Was für ein Ritual. Was hat er jetzt wieder vor? Was macht das schon, Talisa? Ihr seid bald tot. Aufzubrechen? Schön. Ich warte. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. So, jetzt noch der Glabberzoo weg. Natürlich. Ekelhafte Dämonenbrut. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Eine Stabschleuder. Da ist nichts drin. Und ansonsten ist hier auch nichts. Ja, jetzt müssen wir warten, dass Minsk wieder auftaucht. Ja, immerhin schafft sicherlich noch einen Stufenaufstieg. Ja, aber sie hinkt schon ein gutes Stück hinterher, muss ich sagen. Gut, das heißt, wir waren hier. Okay, hier ist niemand mehr. Die beiden Golems, die mich von hinten angegriffen und verfolgt haben. Die sind beide zum Glück an ihm vorbeigerannt, ohne ihn zu töten. Oh, jetzt müssen die Golems weg. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ja? Leg mal die Pfeile weg und schieß so. Ach so, ja, das geht also so. Geht klar. Okay. Impactus Vulcan Imperium. Bogenschützen benutzt Feuer, um diese Biester zu vernichten. Die Natur nimmt dich. Es ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Ausfall dieser Schlacht ist noch nicht entschieden. Das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja gut, Haus des Priesters. Können wir hier das... Achso, das ist kein Haus, das ist nur eine Plattform. Aber diese alte, zerschundene Karte... Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocken! Ich, noch mehr Ungeheuer, noch mehr Ungeheuer. Nein, Vilanas, das sind keine Ungeheuer, das sind nur Fremde. Bitte, werte Dame, könnt ihr uns helfen? Mutter und Vater, sie sagten, wir sollen drin warten. Da sind sie rausgegangen und wir hörten so komische Geräusche. Sie sind tot, Mutter und Vater sind tot. Nein, nein, Vilanas, das ist nicht wahr. Ihr habt sie gesehen, nicht wahr? Ihr habt sie doch gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, aber das heißt nicht, dass sie tot sind, Kind. Kommt, ihr solltet zu den Stadtkurven gehen. Hier ist es nicht sicher. Ja, ich habe sie gesehen. Sie sind an den Stadttoren. Ihr solltet jetzt gleich dorthin, Kinder. Nein, und sehr wahrscheinlich sind sie tot. Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Nein, haut ab. Ihr flinden Görn, geht zum Tor jetzt. Nehmen wir mal die Eisen. Was? Sie sind tot. Sie sind tot. Ich wusste es. Sie sind vielleicht nicht... Sie sind es vielleicht nicht, Vilanas. Komm schon. Danke sehr, werte Dame. Ja, Kinder in Sicherheit bringen ist eine gute Idee.
Haus des Priesters, Haus des Talismans. Ah ja, oben und unten. Von da aus komme ich dann hinten rum hier hin, um mich hier umzuschauen. Oder ich gehe hier oben lang. Zur Waldlichtung. Was möchtet ihr? Okay, hier komme ich definitiv zu spät. Meteoritenschwarm. Ich war, erzählt mir mehr davon. Dieser seltsame Behälter, der eindeutig von Elfen gefertigt wurde, ist versperrt. Es ist egal, wie viel Druck ihr anwendet, der lässt sich nicht öffnen. Auf der Deckel befinden sich 5 Druckplatten, die mit solidarischen Symbolen geschmückt sind. René Fahne, der Baum des Lebens, eine Rune von Solidarisadar. Corellon Lerafin, der Vater des Pantheons der Elfen und das Symbol der Elfen für Wasser. Ein triptischer Text unterhalb der Runen bezieht sich auf einen Priesterstein im Raum darüber. Ein Schlüssel für ein Puzzle vielleicht. Über den Runen befinden sich folgende Inschrift. Die natürliche Ordnung wird sich durchsetzen. Offensichtlich müssen die Druckplatten in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden, um an den Inhalt des Behälters heranzukommen. Der Rand des Würfels ist korrodiert, als ob er dem Einfluss von Säure ausgesetzt worden wäre. Welche Rune wollt ihr zuerst drücken? Später. Nach dem Symbol zu schießen, muss die Lösung des Rätsels etwas mit der Religion der Elfen zu tun haben. In der Stadt muss es auch einen Hinweis darauf geben. Ja, keine große Herausforderung. Ja, das können wir uns merken, dass im Haus des Talismans noch der Talisman zu holen ist. Meteoritenschwarm. Den Zauber sollte Erwin definitiv lernen. Obwohl, Imoen sollte ihn definitiv lernen. Und hat ihn gelernt. Yay. Auch wenn es für beide noch ein gutes Stück bis Stufe 9 ist. Denn sie kann gerade mal 7. Und sie kann auch gerade mal 7. Einen Plan? Fragt nur, was immer ihr wünscht. Entschuldigung, okay, Wegfindung. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Natürlich. Auch hier sind wir zu spät. Wir müssen bald ruhen. Elfischer Priester. Schon müde. Zeitstopp. Wenn der Magier den Zauber einsetzt, hält er den Fluss der Zeit im Wirkungsbereich für eine Runde an. Innerhalb dieses Wirkungsbereichs steht dem Magier 3 Runden an subjektiver Zeit zur Verfügung, um zu handeln. Der Magier kann sich frei bewegen, aber alle anderen Wesen im Wirkungsbereich sind völlig bewegungslos, da sie in der Zeit eingefroren sind. Jedes Wesen, das den Wirkungsbereich von außen betritt, wird ebenfalls in der Zeit eingefroren. Wenn die Wirkungsdauer des Zaubers endet, befindet sich der Magier augenblicklich wieder im normalen Zeitstrom. Alle Zauber, die der Magier gewirkt hat, während die Zeit eingefroren war, entfalten zu diesem Zeitpunkt ihre volle Wirkung. Der ultimative Ätz- und Nervzauber. Aber, ja? Aber man kann ihn nur einfach lieben. Nix da. Erwin, du lernst diesen Zauber. Ich befehle es dir. So. Wichtigster Zauber auf Stufe 9. Das ist der einzige Zauber, den sie auf Stufe 9 kann. Und den wird sie auch benutzen. Keine große Herausforderung. Oh, meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Der heilige Stein wird von einem Priester des Elfengottes Hylafin verwendet. Auf der Rückseite steht ein Teil eines Rituals. Bei Corellan nahm alles seinen Anfang. Rilefan wuchs. Bei den Zweigen Rilefan floss das Wasser und schenkte dem Baum das Leben. So dann ist Hylafin verdankt dem Baum alles. Also kommt zuerst Corellan, dann Rilefan, dann Wasser, dann der Baum des Lebens und dann so dann ist Hylafin. Das ist offensichtlich ein Hinweis für irgendetwas. Ich warte nun. Ein wenig Ruhe wäre.
Was immer ihr wünscht. Ruhe können wir uns gönnen, wenn wir alles bis auf den Palast abgeschlossen haben. Wenn ihr es wollt, ja. Natürlich. Okay. Ja, die Rune von Carillon drücken. Die Platte rastet ein und bleibt niedergedrückt. Welche Platte als nächstes? Dann kam Gelaffen. Ja. Dann kam Wasser. Dann der Baum des Lebens. Es scheint zu funktionieren. Es bleibt nur die Druckplatte übrig, auf der sich die Rune so dann ist das Saas befindet. Ihr drückt sie nieder und der Würfel öffnet sich. Im Würfel befindet sich der Talisman Gelaffens. Ja, das elfische Puzzlewürfel. Es ist mir gelungen, den Puzzlewürfel zu öffnen. Ich habe darin den Rillafens Talisman gefunden. Ja, das heilige Symbol des Elfengottes. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Euer Wunsch ist mein Begehr. Talisman überwältigt uns. Für die Gefallenen! Ihr habt es so gewollt. Ja, Kriegerskelette, die können nervig sein. Schwärmt aus, Männer, der Feind ist überall. Das ist das Haus des Mondes, aber da ist Demins Haus. Vielleicht hat sie sich in ihrem eigenen Haus verschanzt. Ich bin jawohl, wie ihr wünscht. Elfischer Kampfmagier, noch ein elfischer Kampfmagier. Keine große Herausforderung. Aber scheinbar warten die darauf, dass ich den Kampf trigger. Was ich erstmal nicht will. Ach, hi. Na, Basso. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Stich die Kreatur und nähre die Erde. Im Mondrettungswurf kriegen Zauber. Endlich, das ewige Gewache stehen wird ohnehin langweilig. Dann wollen wir euch mal töten. Oh, ich denke, ich sollte das wohl offiziell machen. Ihr da, alle Bürger müssen in ihren Häusern bleiben oder sie sind des Todes. Die Hohepriesterin bestraft, weil sie ebenfalls Schuld an dem Fluch trägt, der auf unseren Herrn liegt. Ihr werdet getötet werden, weil ihr euch in ihrem Haus nähren wolltet. Langsam. Ja, mein Plan war, ihn seine Magie zu bannen und ihn zu töten. Ein Luchsauge. Ja, was möchtet ihr? Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Okay, das ist die Hohenpriesterin. Wir haben sie also gefunden. Und das sind Rakshasas. Atzan. Und Ratscha. Das macht Spaß! Wenn ihr keine Diener des Verbannten seid, dann helft mir gegen diese Kreaturen. Ich bitte euch. Ja, das sowieso. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Erzählt mir mehr davon. Frag keine große Herausforderung. Der trägt einen Gürtel bei sich. Interessant. Gürtel. Identifizieren mal. Gürtel der Steinriesenstärke. Der Träger hat 20 Stärke. Mhm.
Gürtel der Zähigkeit ist nicht so toll. Und das ist der Hügelriesenstärke. Also ja. Gürtel der Durchdringung. Rüstungsklasse gegen Stichwaffen. Rüstungsklasse gegen Wuchtwaffen. Ja, das ist okay. Rüstungsklasse gegen Wuchtwaffen ist auch okay soweit. Nun gut. Ich muss euch jetzt allein lassen und bei all den Verwundeten helfen. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Viel Glück. Danke für... Ich bitte darum, dass der Verbannte keinen Erfolg haben wird.